Der namenlose Held hat seine erste Nacht im alten Lager verbracht. Und zwar ohne Matt. Das hat ihm gar nicht gefallen. Und trotzdem geht's jetzt weiter mit Diego. Hallo, Diego. Hey, du. Ja, steh mal auf. Die Münzen behalte ich nach wie vor. Torus. Ich habe mit Torus geredet. Und, was sagt er? Er will mich im Lager aufnehmen, wenn du denkst, dass ich gut genug bin. Sieht so aus, als hätte ich einen neuen Job. Fangen wir direkt an? Vorher solltest du ein paar Sachen wissen. Was denn? Was muss ich wissen, um im alten Lager aufgenommen zu werden? Wenn du aufgenommen werden willst, musst du Pluspunkte sammeln. Es gibt einige einflussreiche Leute hier im Außenring. Die meisten davon sind Schatten. Wenn du es schaffst, sie zu beeindrucken, bringt dir das Pluspunkte ein. Dann musst du eine Prüfung des Vertrauens ablegen. Außerdem gibt es für einen Neuen wie dich jede Menge neuer Talente zu lernen. Je mehr du lernst, desto wertvoller bist du für uns. Ja, das klingt logisch. Wo finde ich die wichtigen Leute? Nun, einer steht hier direkt vor dir. Dann wäre da noch Torus. Den kennst du ja schon. Was die anderen betrifft, das wirst du selbst rausfinden müssen. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, hast du hier im Lager sowieso nichts verloren. Geh einfach durch den Außenring und rede mit den Leuten. Du findest dann schon raus, an wen du dich halten musst. Bei wem kann ich was lernen? Für den Anfang solltest du dich an Fingers halten. Er ist der geschickteste von uns. Wenn du die Augen aufhältst, wirst du noch andere Leute finden, die dir etwas beibringen können. Wo finde ich diesen Fingers? Seine Hütte liegt etwas zurück, direkt an der Burgmauer, wenn du von hier zur Arena gehst. Wenn du vom Burgtor stehst, geh links runter. Da geht's Richtung Arena. Warum heißt der Typ, der am geschicktesten ist, ausgerechnet Fingers? Was ist die Prüfung des Vertrauens? Du sollst für mich zur alten Mine gehen. Dort triffst du einen Kerl namens Ian. Er wird dir eine Liste geben. Diese Liste ist wichtig. Da steht drauf, was die Jungs in der Mine von uns brauchen. Das schicken wir ihnen dann mit dem nächsten Konvoi. Kein Problem. Oh doch, das ist ein Problem. Das neue Lager darf auf keinen Fall die Liste in die Finger bekommen. Wie ich schon sagte, die Liste ist wichtig. Wenn du die Sache gut machst, bringt dich das einen großen Schritt weiter. Liste? Wenn die Liste so wichtig ist, wieso sollte Ian sie dann ausgerechnet mir geben? Weil du ihm sagst, Diego schickt dich. Werd's ihm ausrichten. Och, das ist ja einfach. Wo finde ich die alte Mine? Geh zu Graham. Er zeichnet Karten. Sag ihm, du kommst von mir. Er soll dir eine Karte geben. Auf der wirst du die Mine finden. Er wohnt drüben, links, neben dem Nordtor. Ach, das ist gut. Dann habe ich endlich eine Karte. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Bei der Mordrak-Sache hast du einen ganz schönen Brocken als Auftrag angenommen. Er ist kein schlechter Kämpfer. Du solltest einigermaßen trainiert sein, wenn du ihn schaffen willst. Machst du Witze, Kleiner? Kein Schwein kennt dich hier. Kein Schwein kennt dich hier. Keine Sau interessiert sich für dich. Solange du hier stehst und nicht an die Arbeit gehst. Und jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Ende. Mach's gut. Ja, genau. So. Also, was war jetzt das Wichtigste? Mordrak, ich glaube, das schiebe ich noch ein bisschen vor mir her. Aber die Karte war wichtig. Es hieß, der Typ wohnt links vom Nordtor. Ist das ja das Nordtor? Das weiß ja kein Mensch, oder? Graham heißt aber der Kartenzeichner. Nee, das hier ist das Burgtor. Ach, was weiß ich, wo Graham wohnt. Ich lauf mal rum. Ist der Kartenzeichner eigentlich in seiner Butze, so wie in Risen? Wie ist der Kartenzeichner in Risen? Nelson! Ach, dass ich den Namen noch weiß. Ja, hier wird doch ein Kartenzeichner nicht hausen, nee. Wer bist denn du? Oh, du schiffst. Nee, dich störe ich gerade nicht. Nee, wasch dir mal die Finger.
Ich gehe lieber mal erstmal woanders hin. Da pisst er an die Burgmauer. Ich fasse es nicht. Also, Graham wird gesucht. Ich finde aber nur Butler. Warum buddeln Butler eigentlich nicht? Die stehen rum und essen Fleisch. Ach je, wo kann Graham denn sein? Butler und Butler? Kann ich ja durchgehen? Wie oft habe ich euch Pennern gesagt? Rennt nicht durch meine Hütte! Was ist dein Problem? Mann, lasst mich bloß in Ruhe. Jeder hier hat ein Problem mit mir. Es fing alles damit an, dass ich meine Hütte gebaut habe. Bau deine Hütte nicht an den Graben, haben sie gesagt. Aber keiner von den Pennern hat mir gesagt, was passiert, wenn ich es doch tue. Als ich vor ein paar Tagen aus der Mine wiederkam, hatte ich eine zweite Tür. Diese Schweine. Ich hasse sie. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich sie hasse. Jetzt rennt jeder durch meine Hütte. Jeder Arsch. Am schlimmsten ist dieser Herek. Der Penner meint, er sei einer der härtesten hier. Dabei ist er auch nicht mehr als ein Butler wie jeder andere von uns. Kann schon sein. Was ist mit Herek? Der Typ rannte vor einigen Tagen durch meine Hütte, genau wie jeder andere Arsch hier. Nicht besonders schlau. Allerdings meinte Herek, sich mit mir anlegen zu müssen. Er erzählte mir etwas davon, wie hart er doch sei und was er gemacht hat, dass er hier drin ist. Oh, es ist wieder doppeldeutig. Ich wäre froh, wenn der Penner mal was aufs Maul kriegen würde. In seine Haut will ich trotzdem nicht stecken. Ich könnte mich um Herek kümmern. Du? Da bin ich ja mal gespannt. Ich sag dir was, wenn du dem Mistkerl den Arsch versohlst, kannst du meine Hütte immer als Durchgang benutzen. Gibt's da keine handfeste Belohnung? Meinetwegen kann ich dir auch noch 10 Erz geben. Ah, klingt schon besser. Dann sieh mal zu, dass du dich um den Typen kümmerst. Ende. Neue Quest, Kyle. Ja, Kyle, lernen durch Schmerz. Man hat dich gewarnt, dass du deine Hütte hier nicht bauen sollst, du. Ach, Mensch. Erstmal wieder ein Blickchen ins Questbüchlein. Da habe ich die neue Queste Ärger mit Herek. Ich habe die Prüfung des Vertrauens. Verschwundener Gardist hatte ich schon. Auftrag von Torus hatte ich schon. Karte für Redford hatte ich auch schon. Nachricht an Pacho hatte ich auch schon. Aufnahme altes Lager und Brief an die Feuermagier. Ja, das Questbuch füllt sich. Weg. So. Das Questbuch füllt sich und ich suche trotzdem immer noch Graham. Graham. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Jesse. Nö. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Da ist Herek. Ach nee, ich bin der Stufe 0. Was soll das? Ach, noch so ein Haus. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Noch einer, der rummotzt? Nee. Das passiert mir nicht nochmal. Butler, und wer bist du? In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. An der Geschichte muss doch wohl was machen. Ich hoffe, die sind jetzt alle nicht in ihren Hütten. Sonst muss ich in die Hütten rein. Das wäre unschön. Graham. Wer bist du? Dusty. Von dir war noch nicht die Rede. Butler. Ach Mensch, das dauert ja ewig, bis ich hier mal jemanden finde. Und das ist alleine das alte Lager. Wahrscheinlich hast du recht. Das ist wirklich nicht mein Problem. Nur Butler? Wahrscheinlich hast du recht. Kann man das Fell hier eigentlich? Nee, kann man nicht. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Butler. Brago. Ich höre nicht mehr Butler. Auf das Gefahr. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist dann wohl mal die innere Route laufen. Irgendwie geht's hier nicht voran. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändern würde. Schatten. Ach, da ist Mordrak. Okay. Wer bist denn du? Butler. Ja, ich gehe ja raus. Reg dich ab.
Erstmal abwarten. Müssen wir Graham, Graham. Das passiert mir nicht nochmal. Der ist nicht zu finden. Hey du, ich handle mit Sumpfkraut und Tränken aus dem Sektenlager. Willst du was? Was? Was ist Sumpfkraut? Neuer, was? So viel Quatsch. Man kann es rauchen. Wirkt auf die meisten sehr entspannend. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich wusste natürlich, was Sumpfkraut ist, aber er doch nicht hier, mein namenloser Held. Ich will mich dem Lager anschließen. Ich will Schatten werden. So, du suchst eine Möglichkeit, dich zu bewähren. Gut. Du kannst etwas für mich erledigen. Wenn du die Sache gut machst, lege ich ein gutes Wort bei Diego für dich ein. Um was geht es? Im Sektenlager gibt es einen Mann, der Kalom heißt. Ist ein ziemlich hohes Tier, einer der Gurus der Sekte. Kalom ist Alchemist. Er hat das Rezept für einen ziemlich wirkungsvollen Heiltrank. Ich will ihm das Rezept abkaufen. Dann kann ich die Dinger selber herstellen. Aber an Kalom kommt niemand ran. Und was soll ich da machen? Die Sektenspinner sind dauernd auf der Suche nach neuen Leuten. Du bist neu hier. Tu einfach so, als wenn du dich anwerben lassen willst. Kalom ist einer der Gurus, das heißt, er prüft die neuen Anwärter. Wenn du mit ihm in Kontakt kommst, versuch, an das Rezept zu kommen. Ob du dafür bezahlst oder nicht, ist mir egal. Ach so, ich soll's ihm abkaufen auf eigene Kosten und du willst dann haben für ein paar dürftige positive Worte bei Diego? Hört sich nach einer schwierigen Sache an. Wie viel ist für mich drin? Irgendwann wird Diego mich fragen, ob du für uns geeignet bist. Rate mal, wovon meine Antwort abhängen wird. Von der Mondphase? Ach Mist, jetzt kann ich mir hier zwar Vorschuss geben lassen, aber dann habe ich das Problem, dass mir irgendein Vollhonk hier die, dass mir irgendein Vollidiot hier die das Erz abnehmen kann, aber trotzdem. Es kann sein, dass ich das Rezept bezahlen muss. Gib mir 50 Erz als Vorschuss. Sein, aber wen interessiert das? War doch klar, dass das kein Erz, kein Rezept. Na schön. Über das Erz können wir reden, wenn du das Rezept hast. Solange ich damit nichts zu tun habe? Nein, ich will jetzt Erz sehen. Oder du kannst ja dein Rezept selber holen. Es gibt noch genug andere neue. Ich denke, ich sollte den Auftrag einen von denen geben. Das ist ja ein harter Brocken. Blöffen oder nicht blöffen? Ach komm. Gut, vergessen wir die Sache. Nicht so schnell. Wollte nur wissen, wie weit du gehst. 50 Erz ist ziemlich viel für einen neuen, was denkst du? Klingt schon besser. Gut, gut. 50 Erzbrocken kann ich gerade noch entbehren. Enttäusch mich nicht, Kleiner. Warum passiert sowas immer wieder? So, ja. Wo ist das Sektenlager? Durch den Südausgang aus dem Lager raus. Dann immer östlich halten. Am besten besorgst du dir eine Karte. Ich habe eine da. Für 50 Erz. Der Südausgang ist der umgestürzte Turm, richtig? Stimmt genau. Okay. Nee. Ja, jetzt habe ich 50 Erz und damit habe ich ein Problem. Wenn mich jetzt nämlich einer anquatscht von diesen komischen Gardisten, die ja angeblich so um meine Sicherheit besorgt sind, dann ist von den 50 Erz mal wieder so ein Fünftel weg. Ich habe zwar einen Plan, wie ich das Problem löse, aber dieser Plan würde bedeuten... Hey, Neuer! Ich bin Mordrak. Meinen Namen solltest du dir merken. Ich kann dir gute Ware aller Art günstig verkaufen. Ich will jetzt nicht mit dir reden. Später! War doch klar, dass das Ärger war und nicht alles. Ich habe die Taschen voller Erz. Ach nein, Vorsicht, Vorsicht, das ist ein Gardist. Ach, scheiße! Kann schon sein, aber wen interessiert das? Man darf auch nicht alles glauben. Was mache ich denn jetzt hier? Das ist echt ich darf keinem Gardisten in die Arme laufen. Und sollte idealerweise irgendwo
zu einer Truhe und das Zeug da reinpacken. Natürlich keine Truhe, die hier drin steht, weil sonst heißt es wieder, ich würde klauen. Außerdem wäre aus rollenspielerischen Gründen das auch unklug, das hier reinzupacken. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Erstmal abwarten. Es wird nichts gegessen, wie es gekocht wird. Hier ist diese Pfütze. Das heißt, da hinten ist der Ausgang. Das heißt, da wäre... Ist das da eine Wache? Nee, das ist ein Schatten. Manche lernen eben gar nichts dazu. Ah, da steht einer. Scheiße. Okay, das untenrum. Passiert mir nicht nochmal. Ja. Ich brauche dringend irgendwo hier ein Depot. Aber bis es soweit ist, werte ich wohl oder übel einmal... Ach, was macht denn der für eine Katzenwäsche? Der andere Typ hat da reingepisst, weißt du das? Ah. Das mache ich mir schon wieder Gedanken. So, das ist Diego, dem kann ich trauen. Seine Haut will ich trotzdem nicht stecken. Das ist wirklich nicht mein Problem. Und hier ist das Tor. Aber was für dich auch, muss nicht gleich jeder. Das ist wirklich nicht mein Problem. Komme ich hier ungeschoren raus? Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Immer wieder dieselbe Leier. Lasst mich einfach raus, ich bin gar nicht da. Wo soll's denn hingehen? Ich will ins Lager. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Ach, lass mich doch in Ruhe, du blöde Wache. Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Gut, du kannst reingehen. Ach gut, danke. Wie freundlich. Oh, eine Fleischwanze, die ich nicht treffe. Ach, es ist nicht zu glauben. Oh, ich habe sie getroffen. Ich habe sie getroffen. Fleischwanzen, Ragoufin und schwupp. Und wie geht das von links nach rechts? So. Ja. Gibt's hier irgendwo eine Truhe? Ich hoffe ja, dass irgendwelche anderen Typen hier keine Truhen ausnehmen, die irgendwo steht und voller Erz ist und mir gehört. Ich muss doch irgendwie hier mal die richtige Position rausfinden. Aha. So ein bisschen oben drüber. Und sie muss relativ nah sein. Ach nein, falsch. Also. Okay, ich schaffe pro Tag nur ein oder zwei Fleischschwanzen. Bis ich die Fleischschwanzenkolonie hier klein gemacht habe, das dauert ewig. Ich verliere die Lust. Ist ja nicht zu glauben. Hier nochmal. Gut, jetzt aber schnell, bevor es schon wieder dunkel wird, hier mal irgendwo eine Truhe gefunden. Und bitte auch niemandem vor das Schwert gelaufen, der mir Böses will, was hier am Anfang noch so ziemlich jeder ist. Und es ging einfach nur hier den Berg hoch. Ach ja, ich bin auch darauf hingewiesen worden, dass ich da oben was vergessen habe. Das kann ich dann gleich nochmal mir anschauen. Da ist ein... Was ist denn das? Ach, das sind zwei Scavenger. Ich dachte, das hat jetzt vier... Ach, das sind sogar drei Scavenger. Das sah gerade aus wie ein riesengroßer Wolf. Und solche Viecher kenne ich gar nicht aus Gothic. Da auf der Sandbank im Fluss sind... Auch Scavenger, das geht. So, vor diesen, wie hießen diese Raptoren da? Vor denen hätte ich jetzt Snapper, vor denen hätte ich jetzt richtig Panik. Wenn mir da einer begegnen würde, oh weia, das wäre der augenblickliche Heldentod. Gut, also Plan. Dort oben eine Truhe finden und erstmal Erz reinpacken. Und... Ja, ich will eigentlich immer mit null Erz durch die Gegend laufen, solange bis ich mich wehren kann. Und dieses hierher laufen und dann Erz holen oder reinpacken, die nächsten Male, das werde ich dann nicht im Video zeigen. Ich zeige es jetzt nur einmal, welche Truhe ich mir da aussuche und bin der Ansicht, dass das hier oben ziemlich sicher ist, weil hier oben kein Arsch hinläuft, außer mir. Hier war doch eine Truhe, richtig? Kann ich da überhaupt was reintun? Das müsste eigentlich gehen.
Ja, das geht auch. Die Frage ist nur, wie ich jetzt hier navigiere. Hier 50 Erz. Die müssen rüber. Ganz dringend. Ich habe schon 3 Erz an diesen komischen einen Typen verloren. Bloodwind hieß der. Upsala, es war falsch. Es war falsch. Das kommt zurück. So, 50 Erz. Ja? Ihr habt es gesehen, das ist meine Truhe. Ich bin wieder arm wie eine Kirchenmaus. Einem nackten Mann kann man nicht in die Tasche greifen, nicht wahr? Und ich habe gehört, da oben wäre noch was. Und da oben wäre aber auch ein Goblin. Also Vorsicht. Aber hier oben war ich ja schon. Da ist ja eigentlich erstmal nichts Schlimmes. Hüpf. Komm, Häschen, hüpf. Hüpf. Danke. Das kann ja eigentlich nur hier so hoch sein. Das sieht ja kletterbar aus. Ich speichere mal. Gut, jetzt schauen, ob ich das überlebe, hier hochzuklettern. Geht das? Wie? Du hingst doch gerade schon. Hallo. Ah, ich darf die Taste nicht nochmal drücken. Verstehe. So, hier vielleicht? Ja, schöner Ausblick. Oh Mann. Oh, Scheiße. Komm hoch. Oh, das ist aber weit. Das war ein junger Scavenger, das ging gut. Da sind noch mehr Scavenger. Alles weg, Fleisch. Vielleicht kann ich hier sogar genug Punkte sammeln, um... Nee, das wird nicht reichen, oder? Für Level 1? Na, wer weiß. Ja gut, das ist ein großer Berg hier. Was soll ich hier alles erkunden? Da hinten sind sogar Mole Rats, 2 an der Zahl. Das ist schlecht. Da ist ein einzelner Scavenger, oder? Der geht doch. Okay, bisher bin ich gut im Schwertkampf, aber das wird sich ändern. Plündern. Fleisch. Wo geht's wohl weiter? Da geht's eher wieder runter. Vermutlich muss ich mich da in die Nähe der Mole Rats halten. Das sind 2, das ist doof. Aber da ist auch irgendwas, irgendwas Rotes. Sind das Tränke? Oh. Ich höre ihn. Ein Goblin. Goblin? Goblin? Gnome? Da. Oh, das könnte gefährlich werden, aber ich probier's. Ah! Ah! Dreh dich um! Dreh dich um! Geh, dreh dich um! Ah, scheiße, ich bin ja fast tot. Oh. Oh je. Wenn ich den ablenke, dann ist er doch auch wieder geheilt, oder? Das war doch so in Gothic. Oh, scheiße. Huhuhuhu. Du oder ich? Ja, du. Okay. Es war ein Junger. Das war mein Glück. Ich finde einen Knüppel und... Oh, der hat 16 Erz dabei. Wow, 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 wow. Das geht gleich in die Kiste. 2 Waldbeeren, die brauche ich dringend. Und ein bisschen Fleisch. Hm, ich muss was essen, sonst ist was... was das hier, ja? Quasi. Ich habe hier... das benutze ich mal. Zack. Waldbeeren sind mein bester Freund. Wenn ich den einen geschafft habe, dann schaffe ich doch bestimmt auch... die 2 Dicken da hinten, oder? Wobei, das könnte gefährlich werden, weil es 2 sind. Ja.
Geh weg. Ja. Weg, weg, weg. Rennen, weg, rennen, weg, rennen. Doch, weg. Weg, 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 renn, weg, renn. Ah, lass dich doch nicht erwischen. Huh, es hat geklappt. Also, junge Mole-Rats sind weg und ich finde einmal Fleisch und logischerweise nochmal Fleisch. Aber das war jetzt eigentlich gar nicht so das Wichtige. Das Wichtige war, dass ich hier hinten noch was finde und einen Stufenaufstieg hatte. Ich habe es bemerkt. Hier finde ich einen Knüppel. Einen Trank. Was sind denn das für Tränke eigentlich immer? Nahrung. Das hier ist Bier. Was ist das? Reisschnaps. Ist mal hier sowas. Ich weiß nicht, ob man die Waldbeeren noch für irgendein Rezept braucht. Wenn das so ist, dann warnt mich mal, dass ich die nicht alle weghaue. Ich habe unter Tränke gar nichts drin. Wieso denn nicht? Ich habe jetzt hier einen Trank, richtig? Den kann ich aufsammeln. Und ich habe jetzt 3 Bier und einmal Reisschnaps. Mehr Flüssignahrung habe ich nicht dabei. Sammel mal auf. Was ist das für ein Trank? Es ist... Ach da, tatsächlich der erste Trank. Eine Essenz heilender Kraft. Mhm. Waldbeeren und Waldbeeren. Bären. Ja, das war's hier. Das war schön. Das war gut, dass ich das noch erwischt habe hier. Danke für den Tipp. Und hier liegt noch viel mehr. Schaut mal, da ist ein Becher und noch ein Erzbrocken. Das ist so der obere Ausstieg der alten Mine gewesen. Hier oben wird nicht mehr viel sein. Ich habe jetzt 17 Erzbrocken in der Tasche. Die packe ich auch wieder in meine... hier unten. Wenn ich einen Weg finde, hier runterzukommen, ohne mir den Hals zu brechen. Gut. Sehr gut. Ja, dann werde ich jetzt noch ein bisschen hier was einsortieren und dann geht es zurück ins alte Lager. Und dann wird die Runde weitergedreht. Weil ich ja noch Graham finden muss und so weiter. So, wo ist mal hier mein Erz? Da. Da bin ich wieder arm wie eine Kirchenmaus. 67 Erz hätte ich. Eigentlich 70, wenn mir Bloodwind nicht 3 abgenommen hätte. Denn 3 Erz werde ich noch ewig hinterher weinen. So, meine Lieben. Den Rückweg zum alten Lager überspringe ich mal. Und da bin ich wieder. Da ist das alte Lager. Ich habe es gerade noch geschafft, die letzte Fleischwand sicher umzuhauen. Das hat mich aber auch gefühlte 100 Schläge gekostet, bis ich die einmal getroffen habe. Also dann, meine Liebe, gib mal dein Fleisch her. Und dann habe ich hier noch was liegen. Was sind das? Noch ein Becher. Und hier vorne habe ich auch gerade im Vorbeilaufen noch was gesehen. Was mir neulich im Dunkeln entgangen ist, nämlich ein Bier. Das müsste erstmal alles gewesen sein, ja. Gut, dann geht's rein ins alte Lager und da werde ich mein Ründchen weiter drehen. Aber das war doch jetzt genug Action für diese Episode und deswegen denke ich mal und sage es auch. Weiter hier im alten Lager mit der Suche nach Graham geht's im nächsten Teil. Bis dahin.